know you. It's been a long time. She made a promise to the one she loved. Dead now, but no less. A promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death, make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are, beating and binding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign. And one among them they call Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers. Keep her promise. But plans can drift off course. Begins as it ends. Alone in the dark. Somit willkommen, Freunde, zu Hellblade 2. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Gibt's jetzt beim Xbox Game Pass aktuell. Kann man kostenlos spielen, wenn man den Game Pass besitzt. Bin sehr, sehr gespannt. Schade, dass es keine deutsche Sprachausgabe gibt. Aber wir werden mit unseren Englisch-Skills schon irgendwie klarkommen. Ja, komm schon. Die ist zu schwach. Ja, überall werden jetzt die Toten angespült. Xbox Game Studios, sehr, sehr geil. Ist, glaube ich, sogar ein Exklusivtitel für Xbox und PC. Ich weiß gar nicht, gibt es das für die PS5? Ich weiß gerade gar nicht. Aber PC Games Rules, ne? Auf jeden Fall. Es leben die PC-Spieler. So. Boah, ich wollte gerade laufen, aber sie kann ja gar nicht laufen. Klettern wir.
Benutze deinen Verstand. So, dann gucken wir mal, wie wir hier hochkommen. Ah, okay. Na, so können wir den Wellen aber nicht entkommen. Was ist hier los? Ein bisschen schneller, bitte. Ja, okay, die Frau ist total erschöpft. Dass sie überhaupt noch laufen kann, ist ein Wunder. Das muss echt Kraft kosten. Oh, es hört sich ja an wie Snoke von Star Wars. Was kommt? Da gehen wir auch noch hoch, oder? Damit wir den Wellen entkommen. Okay, das ist so die Art, die wir jetzt laufen können. Boah, ist das übel, ey. Ich dachte, hier wäre eine Höhle oder so. Ach, wir klettern da echt hoch. Wahnsinn. Alter, wenn die da abrutscht, dann war's das. Ey, das sind richtig scharfe Felsen hier. Alter, die ist aber auch am Kämpfen. Ich weiß auch gar nicht, warum sie unbedingt so hoch kämpft, so hoch klettert. Es hätte ja auch gereicht, so ein bisschen weiter unten zu bleiben. Ja, okay, komm. Aber diese inneren Stimmen, die sie hört, finde ich so krass. Entweder sind das außenstehende Götter und Beobachter. Ich kenne den ersten Teil nicht, also ich kenne Hellblade 1 nicht. Oder? Das sind ihre inneren Stimmen. Auf jeden Fall sehr, sehr düster. Das gefällt mir. Alter, wo kommt denn die rote Farbe jetzt her? Die Schreie der Toten, okay? Ja, okay, Ohren zu halten ist schlecht, sondern ist ja ganz schnell mal unten. Oh. Es kommen einfach zu viele Spiele raus, sage ich euch. Ich wollte Alone in the Dark noch mit der Frau durchspielen. Nur einen anderen Charakter, aber das müssen wir irgendwie nochmal verschieben. Jetzt müssen wir Hellblade 2 erstmal durchzocken. So, wir haben es gleich geschafft. Sieht aus wie so ein alter Vulkankegel irgendwie. Boah, diese Stimmen im Hintergrund sind so übel. Diese Kälte, so viel Tod. Die versuchen anders immer schlecht zu reden, aber wir kämpfen und wir ziehen durch hier. Ja, ich glaube, das ist erstmal das Sinnvollste. Wenn du oben angekommen bist, erstmal hinlegen, bis du schlafst. Ui, wer ist das denn? Es werde Licht. Alter, wie der die Felsen aufweicht, ne? Why did you come back? Did you think you had left me behind? I am always here. I won't listen to you. That voice thought she'd left it in the past. Her father. Okay, quasi das sind diese Erzählerstimmen, die da im Hintergrund die ganze Zeit was erzählen. Alter, wir haben uns selber keine Kraft, wem sollen wir denn hier noch retten?
Die Frage, wo kommen die Schreie her? Aber ich glaube, hier sind wir schon richtig. Okay, eine Leiche, das ist nicht so schön. Schade, dass ich mir da nicht das Schwert oder so nehmen kann. Oh Gott, ey, wenn wir da runterfallen, dann war's das. Schatten, ein Fehltritt kommt gleich, seh nur. Sieh nach unten. Hör nicht auf ihn. Ist ja geil, wie die sich da wieder... Das ist so wie Teufelchen und Engelchen auf der Schulter. Okay. Hier geht's rein. Aber wo hat denn die Frau geschrien irgendwie um Hilfe? Oh Gott, die sehen alle so zermatscht aus. Ah, was haben wir? Ich soll mich drauf fokussieren. Okay. Do not forget my story, Senua. I am with you still. Out of hell you have come, and now find yourself in Midgard. In Midgard sind wir, okay? Ich soll ihm folgen, naja, ob der so, so vertrauenswürdig aussieht, bin ich ja so ein bisschen am Verzweifeln, oder? Ohne Waffe. Ja, entweder wir laufen hinterher und greifen uns ihn von hinten, halt. Okay, ist er jetzt weg? Ist er jetzt tot? Also, ihr seht ja ständig immer irgendwelche Wesen, die dann weg sind oder nicht da sind, oder? Boah, ist das düster. Mal eine geile Atmosphäre hier. Ich würde sagen, wir laufen mal nach hier unten. Remember why you came here. She came here for a reason. Now she doesn't know what to do. You don't know where to go. Ich habe keine Waffen, ich habe keine Energie. Ich habe eigentlich nichts außer mich selber und bin die ganze Zeit nur am Rumlaufen. Ich weiß gar nicht, wo das da enden soll. You thought you could stop this. But you have lost your mark. The sea tore him away. Just like your hopes. Gott, wie er mich immer schlecht reden möchte. You want to save them. Willst sie retten? Ja, ich will sie retten. The lost one. Genau. Er ist ein Lügner, auf jeden Fall. Los, komm. How can the lost find anyone? Listen. You failed them. Don't listen to him. They are dead, like your mother. Shut up! Stop it! Alter, was für ein Labyrinth hier. Can't you hear them, Senua? Can't you hear their screams? I can hear them. Oh, das hat also ein bisschen was von Star Wars, finde ich. Okay, wir müssen uns fokussieren. Schatten, sie leiden. Do you know where to look? She doesn't.
Okay, ich muss irgendwie die richtige Perspektive finden, haben sie gesagt. Dann gehen wir mal. Warte mal. Okay. Weiß zwar noch nicht so richtig, ob es so funktioniert, aber... Na, das sieht doch gut aus. You don't know how deep this darkness goes. Yes, you've done it. You completed the symbol. Yo, wir haben es geschafft, okay. Hinter dem Symbol verbirgt sich die Quelle der Dunkelheit. Jawohl, der Weg ist frei. Oh. Alter, überall, alles ist dunkel, überall schwarze Steine. Oh. Übel, übel. Mach einfach weiter so. Alter, das sind zu viele Stimmen im Kopf, oder? Do you see the bodies, Senua? The sea throws them up to show you how you've lost. Look at them, Senua. The faces of the ones you. Die Sichter derer, die du im Stich gelassen hast. Ja, mach mir doch ein schlechtes Gewissen hier. Ich hab schon keine Kraft. Siehst du, einige haben überlebt. Wir haben nicht alle im Stich gelassen. Okay, wenn die überlebt haben, dann sind die doch in diese Richtung hier gelaufen. Boah. Did you come here to die with him? Is that what you want? Alter, der Sklavenhändler, was macht der denn hier? Na, ganz toll. Okay, endlich haben wir mal eine Waffe benutzt. Uiuiuiui. Wir zocken jetzt 18 Minuten und es ist einfach nur noch düster. Düster und grausam, aber wir haben jetzt eine Waffe, ein Schwert. Wie können wir denn eigentlich schlagen? Linke Maustaste, glaube ich. Aber ich glaube, wir müssen noch nicht schlagen. Alter, wenn er so auf mich zukommen würde. Weiß gar nicht, was er machen würde. Okay, wir können ja auch blocken, ne? Okay, er blockt so gut. Ja, los, komm, wir packen mal. Ah! Alter, der Mann, ey. Da haben wir ihm mal so langsam die Leber transplantiert, oder? Also ein bisschen... grausam. So. Noch einer. Let him go! Don't fear him. Ja, er scheint ein bisschen stärker zu sein. Okay, rechten Monster können wir noch mal ein bisschen stärker zuschlagen. Sie muss überleben. Ja. Oh Gott, shit. Ja, aber da kann ich nichts zu, oder?
Ich hab den nicht in den Stich gelassen. Ich wollte ihn befreien. Boah, wer gurgelt denn hier so? Wir können auch blocken. Okay, wir haben auch blocken. Ah, shit, wir müssen besser blocken. Eieieiei. Alter, der hat uns aber richtig einen verpasst, so jetzt. Boah, der war eine Nummer härter, oder? Oh, komme ich denn aus dieser Düsternis irgendwann mal raus oder bleibe ich jetzt hier verharren? Also wir verharren hier in der Dunkelheit. Oh, jetzt krabbeln wir da auch noch rum. Oh. Und die dummes Mädchen und die freuen sich noch. Alter, die täuschen mich die ganze Zeit, ey. Das gibt's doch gar nicht. Oh, wenn ich die erwische. Los, komm. Wir zeigen's denen, wir kommen da raus. Jawohl. Alter, wenn ich mich so anstrengen würde, dann würde ich wahrscheinlich erstmal 2 Wochen später in einem Koma liegen oder so. Das ist ja unglaublich. Okay, wir müssen natürlich lernen, mit unserer Angst irgendwie umzugehen. Boah, Alter, ist das düster, ey. Boah, das ist so eine bedrückende Stimmung. Keine Jumpscares oder so, aber... Ey, dieser Druck, der auf einen lastet die ganze Zeit. Oh, komm. Los, komm, lass sie ins Wasser fallen. Okay, er hält mich fest. Alter, das kann doch nur ein ganz böser Albtraum sein, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das die ganze Zeit so erlebe. Okay, aber wir haben es immer noch geschafft. Wir sind immer entkommen, egal welche Falle wir gestellt haben. Bekommen haben. Ne? Die haben uns ja 1000 Fallen gestellt, haben uns getäuscht und wie auch immer. So. Hier müsste auch mal ein bisschen Sonnenschein. Okay, da haben wir...
Da war das mit dem Blocken gar nicht so leicht. Okay, den haben wir auch. Ja, Blocken ist schon wichtig. Alter, wie viel gibt's denn von diesen Typen? Okay. Okay, wir können auch ausweichen. Okay, wenn der erste Schlag richtig trifft. Okay, er weicht auch aus. So, geblockt. Scheiße, da hätte ich zurückgehen sollen. Okay. Alter Schwede, ey. Ey, die hat auch einen Überlebenswillen, oder? Oh, wir laufen die ganze Zeit in dieser Dunkelheit rum hier. Können wir den retten hier? Ja, langsam müssen sie sich aber zurückziehen, ne? Das Böse ist bekämpft hier. You, slave. Come here. You're still alive. Be a slave. Das komm, den ziehen wir mal einen über, oder? What are you going to do with that sword, girl? He looks ready for you. He is ready to... Gerade er mit seiner scheiß Axt. We will end this. You're fucking dead. Okay. Ich soll den Schmerz einfach ignorieren. Weit! Es ist eigentlich egal, was ich blocke oder zurückgehe. Oh, jetzt. Okay, ich muss mal wieder ein bisschen ausweichen. Ich glaube, das ist so. Wir sollen nicht gewinnen oder wir dürfen nicht gewinnen. Wir haben ihn aufgetroffen. Na, das schwer zu besiegen irgendwie. Ich glaube, das dient auch einfach nur den. Es dient einfach nur den. Lernen vom Kampf hier. Aber der weicht immer aus, ey. Was willst du denn da machen? Jetzt haben wir blockiert, jetzt können wir nochmal ausweichen. Oh, Alter, der Typ ist so hartnäckig. Mann, Freunde. Yeah.
Okay, wir können einigermaßen ausweichen und dann zuschlagen. Ja, jetzt haben wir ihn, oder? Get up! You have more to me alive. Come on, then! You can't do this. Okay, die Strategie habe ich noch nicht so ganz raus. Also wir weichen aus mit Space. Ich glaube, wir müssen verlieren. Ich kann mir nicht vorstellen. So, blockiert, blockt. Block. Den können wir nochmal ausweichen. Okay, wir müssen vom Timing her gucken, dass wir ausweichen und dann zuschlagen. So, ausgewichen. Ausweichen, ausweichen. Er schlägt immer zweimal. So, komm. Und jetzt. Alter, es wird aber langer Zeit jetzt hier. Ey, das gibt mir mal ein bisschen auf den Zeiger, los, komm. Okay, komm, wir versuchen es nochmal. So, ausweichen, ausweichen, ausweichen und jetzt zuschlagen. Ausweichen, 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 ausweichen und jetzt zuschlagen. Okay, sie fällt immer wieder hin. Was willst du da machen? So. Ja, wie ich schon sagte, ich glaube, es ist vorprogrammiert. Okay, mit deiner Liste haben wir ihn geschlagen, sozusagen. Aber ich fand den Kampf, den man nicht gewinnen konnte, viel zu... Okay, aber ich fand den Kampf, den man nicht gewinnen konnte, viel zu lange irgendwie. Alter, wie sehr in diese Klinge reingegriffen hat, ey. Boah. Oh, die Sonne geht auf. Where you come from? Where you take the slaves? I can't walk. How do you expect me to take you anywhere? His pain doesn't matter. Make him walk. We'll walk. She has to save them. You have to. There is no other way. It's why we have come here. I'm not leaving until I get what I came for. You made a promise. She made a promise. Also die Hauteffekte sind natürlich geil gemacht, wie die Sonne da so glänzt. Wow, richtig geil.
She knew the path would open to her. A blood-carved stave, the soul sea falling, a too familiar darkness, an endless night. He is the next sign. Alter, 35 Minuten spielen wir jetzt und es ist einfach nur noch düster, ne? Sieht geil aus, wie sie da im Wasser ist, wie so eine Assassine irgendwie. What is it? You need to understand. You need to understand. Answer! It is my father, Sigil. His father. Your father. Huh? The Gothi. Monster. He's here. Look at him. No. But this place is his. The people here are weak. They would not survive without his help. You have like you. Does she? Enough! Sie hatte ihn geschlagen und er erzählt ja, wie schwach er ist. Freunde, an dieser Stelle machen wir aber erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir haben die erste halbe Stunde sehr düster verbracht, würde ich sagen. Aber das macht nichts. Das kann nur geiler werden. Ich freue mich auf jeden Fall, es weiter zu zocken. Wir sehen uns dann im nächsten Teil. Macht's gut. Bis dahin.